Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es den King-Buchtitel-Tag, den ja wir Kingsianer schon in unserem letzten gemeinsamen Hangout ja angekündigt haben. Und hierzu haben wir uns elf Fragen ausgedacht, die sich im Grunde auf Stephen King Buchtitel beziehen. Und zu diesen Titeln möchten wir euch, kein Stephen King Buch zeigen, sondern eben ja in abgewandelter Form ein Buch, das irgendwie ja den Titel ähnlich ist, im Sinne von, es geht da um etwas, in dem es eben auch in dem Buch geht. Ich denke, das erklärt sich, sobald ihr ja die ersten Fragen hört und die ersten Bücher von mir seht. Ja, wir sind ja in einer Kingsianer-Woche, das heißt auch meine lieben Kollegen und Freunde haben in dieser Woche ihre Videos dazu hochgeladen. Ich packe alle Videos unten natürlich in die Infobox und ihr werdet ja das ein oder andere bestimmt schon gesehen haben. Aber guckt gerne bei allen anderen dreien vorbei und genießt diese Kingsianer-Zeit. Ja, wir starten jetzt aber direkt mit den Fragen und Antworten. Die erste Frage, Friedhof der Kuscheltiere. Zeige ein Buch, in dem ein Tier eine wichtige Rolle spielt. Und ja, ich hätte so manches Buch noch hier, das sich auch um Katzen dreht, aber eins meiner persönlichen Highlights diesen Jahres ist auf jeden Fall mit Gobi durch die Wüste von Dion Leonard, ein Buch, ja, wo es eben um Gobi geht, einer wunderbaren Hündin, die einem, also Dion Leonard ist eben Extremläufer, und läuft eben Marathons und eben auch durchquert eben auch Wüsten. Und bei seiner Durchquerung durch die Wüste Gobi ist ihm diese Hündin im Grunde nachgelaufen. Sie haben sich auch zusammen ein Zelt geteilt und Wegstrecken zurückgelegt. Und ja, diese Hündin hat sein Herz so ein bisschen gefesselt. Und was es dann noch für eine Riesenaufgabe war, um dass die beiden irgendwie eine gemeinsame Zeit haben können, davon erzählt uns Dion Leonard hier. Es beruht also auf einer wahren Geschichte und der Hund hier drin spielt eben einfach eine ganz, ganz große Rolle, wie man eben auch einen Menschen motivieren kann, wie Tiere es schaffen, sich in unser Herz zu schleichen. Und wir können froh sein, dass die kleine Gobi so gar nichts mit Winston Churchill aus Friedhof der Kuscheltiere gemein hat. Und vielleicht der trollige Blick zumindest zu Beginn. Tiere wissen schon, wie sie uns Menschen, glaube ich, rumbekommen und das ist auch ganz gut so. Die zweite Frage ist, in welchem Buch spielt ein Buch eine große Rolle? Und es gibt natürlich einige Bücher, auf die das zutrifft, denn ich habe auch das Gefühl, so viele Autoren lieben das Thema Buch unglaublich gerne. Ich habe mich ein Buch von einer meiner Lieblingsautorinnen entschieden und zwar von Worten berührt, von der lieben Jackie Fellgut. Ja, das Cover ist natürlich auch ganz wunderbar und zeigt auch schon super, super viele Bücher in einem Herz. Und hier geht es um die junge Penny, die hat einen 3-jährigen Sohn und möchte aber eigentlich an ihrem Manuskript, an ihrem Buch weiterschreiben und versucht das immer in den Abend- und Nachtstunden. Gleichzeitig ist sie Assistentin eines Bestseller-Autors, der alles andere als nett und freundlich ist. Und sie hat da gar kein so leichtes Leben, aber versucht eben das Beste daraus zu machen, um in ihrem Leben im Grunde eine schöne Zeit zu haben und eben auch ihr Buch irgendwie zu beenden. Das Buch ist unglaublich herzlich, es ist sehr warm und es hinterlässt immer wieder ein ganz, warmes Gefühl. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Ich finde, dass alle Bücher von Jackie wirklich so eine wunderbare Mischung haben aus Emotionen, egal ob das was Trauriges ist, ob das was zum Lachen ist, ob das Lebensliebesgeschichten sind, das mischt sich alles ganz wunderbar. Und hier haben wir eben auch eine junge Frau, die eigentlich weiß, wo sie im Leben hingehört, nämlich zu ihrem Sohn, aber gleichzeitig eben einen großen Traum sich erfüllen möchte und aber der eben auch einfach Steine in den Weg gelegt werden. Und diese Mischung ist eine ganz besondere Mischung, die mir eben auch einfach nach all der Zeit noch so, so präsent vor Augen ist, dass ich das gelesen habe und deswegen musste dieses Buch hier rein, denn es geht hier eben um die Erschaffung eines Buches. Zudem natürlich haben wir ja auch einen Bestseller-Autor, der eine kleine wichtige Rolle spielt. Da geht es natürlich auch um Bücher und natürlich auch bei Penny selbst, die eben Bücher auch unglaublich liebt. Also das ist eine ganz wunderbare Kombination, die wir hier haben und ich finde, mehr Buch geht schon fast überhaupt nicht. Dritte Frage, der Anschlag. In welchem Buch geht es um Zeitreisen? Und da das ja wirklich einer meiner Top 3 Stephen King Büchern ist, steht er sozusagen jetzt hier stellvertretend für ein Stephen King Buch eben auch hier.
Auch Zeitreisen gibt es in unglaublich vielen Varianten und der Anschlag ist wirklich mit einer der besten Zeitreisengeschichten, die ich, glaube ich, gelesen habe. Man könnte jetzt natürlich über allerlei alte Klassiker sprechen, wo Zeitreisen eine Rolle spielten, aber ein Buch, das ich schon mehrfach auch in meinem Leben gelesen habe und das mich immer wieder packt, fesselt und begeistert und auch die Art der Zeitreise einfach was anderes ist, ist Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Ja, man könnte jetzt sagen, Stephen King und Audrey Niffenegger, wie passt denn das zusammen? Ich glaube eigentlich gar nicht oder gerade deswegen umso mehr, denn ich finde, da schließt sich halt alles auch gefühlt immer gar nicht aus. Also ja, wir haben hier einen Zeitreisenlieben Henry, der einen Gendefekt scheinbar hat und durch diesen Gendefekt eben Ort und Zeit verlässt und immer irgendwo in der Welt umherfliegt. Allerdings in einem gewissen Zeitrahmen, in dem er umherreist und ja, er landet eines Tages auf einer Wiese vor einem Haus. Und vor diesem Haus spielt ein junges Mädchen, ja, mit ihren Puppen, wenn ich mich recht erinnere. Und Henry traut sich gar nicht so recht hin, beobachtet erst aus der Ferne, denkt sich auch, oh mein Gott, das macht einen ganz komischen Eindruck, wenn ich hier nackt umherlaufe, denn Klamotten kann eben Henry nicht mitnehmen in seiner auf seiner Zeit- und Weltenreise sozusagen. Dieses Mädchen wird aber noch eine große Rolle spielen, denn als Henry bei seinem ersten Besuch erfährt, wer dieses Mädchen ist, weiß er, oh mein Gott, dieses Mädchen wird irgendwann in der Zukunft meine Frau werden. Und gleichzeitig erzählt Henry natürlich dem Mädchen immer mal ein bisschen was, aber nie zu viel. Er möchte alles noch dem Schicksal überlassen und es ja, entwickelt sich eine Freundschaft, die natürlich, das weiß man, irgendwann in eine Liebesgeschichte weitergeht. Und diese Geschichte ist unglaublich herzerwärmend. Die ist immer was fürs Herz. Die hat unglaublich viel Emotionen. Es sind wunderbare Dialoge hier drin. Es ist eine Liebesgeschichte, wie sie schöner eigentlich gar nicht sein könnte. Und dieser abrupte Zeitenwechsel, den fand ich einfach auch ganz tatsächlich logisch von der Autorin erklärt und auch wirklich konsequent durchgezogen. Es gibt keine Ausnahmen, wie das funktioniert, dass das eben einfach immer passieren kann, dass man überall hinkommt, dass Henry sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft reisen kann und es eben auch mal so passiert, dass er ja seiner alten Frau dann irgendwann begegnet, also seiner Frau, wenn sie älter ist. Und das ist einfach unglaublich. Es ist toll geschrieben, es hat wirklich so einen ganz besonderen Flair in dieser Zeitreise, den man einfach lesen muss, um es zu verstehen. Bin ich wirklich ein großer, großer Fan und ich glaube, wenn ich nur noch ein halbes Jahr zu leben hätte, das wäre auf jeden Fall ein Buch, was auf der Liste stünde, es dann einfach nochmal zu lesen. Ich muss dazu sagen, die Verfilmung ist wirklich Schrott. Aber nur so viel dazu. Die vierte Frage. Carrie, nenne ein Buch mit einer weiblichen, starken und etwas durchgeknallten Protagonistin. Da muss ich sagen, gab es gar nicht so viele Kandidaten. Aber auch in diesem Jahr ein Highlight von mir war von Mary Lou Young Elites, Die Herrschaft der weißen Wölfin. Und hier muss man natürlich sagen, dass unsere Protagonistin Adelina schon ein bisschen einen Knall hat. Das muss man ganz klar sagen, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber dieser Knall hat sie für mich einfach zu einer ganz besonderen Protagonistin gemacht. Und sie ist stark, sie ist rebellisch und sie weiß genau, was sie will. Und sie ist eben durchgeknallt. Das heißt, sie hat so manch bösen Gedanken, denen sie auch Taten sozusagen folgen lässt. Und das ist ja das, was viele nicht mögen, dass wir hier im Grunde dem Bösewicht der Geschichte folgen. Und das fand ich aber gerade so toll, dass wir einfach mal eine Protagonistin haben, die ihr Ding so durchzieht, macht, was ihr gerade einfällt. Und Mary Lou hatte einfach einen Hammer-Schreibstil. Diese Geschichte hat mich dieses Jahr so geflasht, sowohl das Hörbuch, mit dem ich ja begonnen habe, wie dann auch mit dem dritten Teil, den ich eben im Hardcover jetzt auch hier im Regal als Highlight-Merker sozusagen stehen habe. Ich fand das großartig. Ich mochte diese erschaffene Welt. Ich mochte das, dass wir eben ein Mädchen haben, das gezeichnet ist. Also dieses Bild ist tatsächlich so angedacht, weil eben Adelina, ja, die eine Seite ihres Gesichts ist eben entstellt. Sie hat diese grauen Haare, die sie eben auszeichnen, dass sie nach diesem Fieber ja, im Grunde diese Gabe bereithält und dass man eben all die mit Gaben ja zusammenraufen möchte und sich gegen den Rest der Welt sozusagen stellen möchte, der eben gegen diese Begabten ist. Großartig geschrieben, Hammer vertont, ich bin wirklich ein absoluter Fan und ich war auch ja vom nächsten Buch, was ich von Mary Lou gelesen habe, das war jetzt Warcross, ebenfalls total begeistert. Ich muss unbedingt im neuen Jahr mal Legend lesen, das habe ich auch noch auf dem Sub und ja, großartiges Buch, geile
Protagonistin, weil ich wirklich sage, die ist anders, die ist einzigartig und die ist, hat wirklich einen Knall und ist aber stark und steht zu dem Ding. Und das zieht auch Mary Lou konsequent durch ihre Trilogie durch und das fand ich auch einfach ganz besonders und großartig. Fünfte Frage, das Bild. In welchem Roman spielt ein Kunstwerk eine tragende Rolle? Und auch da gibt es natürlich so einige Bücher, wo man ja im Grunde Bilder hat, die ja das zentrale Thema einer Geschichte sind. Ich muss aber sagen, mein absolutes Buch, was mir, glaube ich, als erstes auch mit eingefallen ist, ist das Bildnis des Dorian Gray, was ich einfach auch großartig in Erinnerung habe. Ein absoluter Klassiker, der mich damals schwer beeindruckt hat, der mich auch beim zweiten, dritten Mal lesen immer so ein bisschen sprachlos zurücklässt. Das ist natürlich ein Klassiker, der von der Sprache ein bisschen schwerer ist. Aber es geht in dem Buch eben um Dorian Gray, der dem Buch auch den Titel gibt. Und ja, dieser ist doch sehr auf sein Aussehen und sich selbst und seine Jugend bedacht. Und ja, ist tatsächlich auch ein bisschen arrogant und eingebildet. Wer hätte das jetzt gedacht? Und eines Tages entdeckt er ja ein Bild und ja, in dieses Bild ja, steckt er sich sozusagen hinein. Und ab diesem Zeitpunkt altert nicht mehr Dorian Gray selbst, sondern nur noch sein Bildnis. Was das aber mit ihm, der Umgebung und auch diesem Bild macht, das muss man einfach gelesen haben. Ich glaube, man muss zu diesem Buch auch gar nicht mehr allzu viel sagen, aber dieses Porträt würden sich wohl einige wünschen. Oder vielleicht auch nicht. Also das ist wirklich eine Geschichte, die ich sehr, sehr feiere, die mir immer wieder gut gefallen hat, die ich auch beim ersten Mal lesen erstmal greifen und begreifen musste. Und das ist natürlich jetzt auch schon 20 Jahre, glaube ich, gefühlt locker her. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Das ist mir nach wie vor in sehr lebendiger Erinnerung. Und es könnte zwar mal wieder Zeit werden, das zu lesen, weil das einfach eine wirklich tolle Geschichte ist. Deswegen ja, musste sie in diesen Tag natürlich auf jeden Fall auch mit rein. Sechste Frage. In einer kleinen Stadt zeige ein Buch, in dem es um ein oder mehrere besondere oder magische Gegenstände geht. Als erstes habe ich natürlich an Harry Potter gedacht, wobei ich dann eben eher dachte, das sind ja keine magischen Gegenstände so richtig selbst, sondern sie werden erst magisch durch die Zaubererwelt. Und das fand ich dann fast ein bisschen zu einfach. Direkt als zweites ist mir eins meiner aktuelleren Bücher eingefallen, was ich schon einige Male gelesen habe. Und ich halte euch jetzt einfach den zweiten Teil in die Kamera. Und zwar ist das Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Und in dem Fall ist es Die zwei Türme, was ich ja jetzt ganz aktuell im November auch gelesen habe. Denn im Herrn der Ringe haben wir sehr viele magische Gegenstände, die eben nicht rein durch Zauberei funktionieren, sondern denen eben etwas Magisches gegeben wurde in dieser Welt. Ich glaube, zum Herrn der Ringe muss man eigentlich gar nicht mehr viel erzählen. Deswegen denke ich, dass ich einfach ein paar Beispiele dieser magischen Gegenstände nennen. Wir haben zum einen Elendils Stern. Den bekommt Frodo von Galadriel in Lothlorien, als er im Grunde da gerade ja auf dem Weg ist. Das passiert ja noch alles im ersten Teil. Und ja, dieses Licht, diese Fiole trägt eben etwas von Elendils Stern in sich. Elendil ist aus dem ersten oder zweiten Zeitalter eben auch ein Elb, der viel auf Reisen ist. Und wenn ein Elb das Meer sieht, dann ruft ihm auch die Ferne heim. Also machen so manche Sätze im Herrn der Ringe durchaus tatsächlich Sinn, wenn man diese Kleinigkeit von der Vorgeschichte weiß. Das endet dann ja auch damit, dass Elrond mal irgendwann sagt, das Meer ruft uns heim. Und das ist so, ja, der Satz schlechthin, finde ich, der einfach für die Elben ja im Grunde auch was aussagt. Aber ich komme hier schon wieder total in Schwafel, es tut mir sehr leid. Ja, konzentrieren wir uns auf Elendils Stern. Und in dieser Fiole ist eben ein Stückchen elbische Magie enthalten, wenn man Magie mit Elben zusammenbringen möchte, die eben an dunklen Orten ein Licht entzündet, wenn eben alle anderen Lichter aus sind. Einfach großartig, ich glaube. Ja, diese Viole hätten wir wohl alle gerne. Dann gibt es natürlich Galadriels Spiegel, um bei Galadriel einfach zu bleiben, der alles Mögliche zeigen kann, die Zukunft, die Vergangenheit, das, was ist, das, was war, das, was sein könnte. Und dieses Könnte ist eben immer sehr, sehr wichtig, denn es könnte eben immer so sein, man kann aber die Zukunft im Grunde verändern. Das möchte Galadriel, glaube ich, einfach damit sagen. Auch, glaube ich, im ersten Teil, ja, Galadriel und Frodo treffen nur einmal aufeinander. Zweimal, aber das zweite Mal zählt nicht. Richtig. Aber ja, das ist alles im ersten Teil. Und finde ich sehr schön, wie sie in Frodos Herz auch blicken lässt
und ihm im Grunde da Aufklärung schafft. Und dann gibt es zum Beispiel noch den Palantir, den treffen wir im zweiten Teil. Das sind eben ja Edelsteinkugeln, mit denen ja die Königreiche miteinander kommunizieren konnten. Also man kann sich das wirklich wie diese Wahrsagungskugeln vorstellen, in die man hineinblickt und dann miteinander spricht. Die findet ja hier Pip oder Mary, ich bringe die immer durcheinander. Auch nach all den Jahren ist das für mich gefühlt immer so ein Charakter, den ich nicht auseinanderhalten kann. Und dieser entdeckt ihn ja aus den Händen von Saruman, als ja einer der zwei Türme ja im Grunde am Untergehen ist. Und ja, da erfährt man auch so ein bisschen, wo kam eigentlich der Wahnsinn von Denethor her. Und insofern man ihn jetzt wahnsinnig nennen möchte, das steht ja jedem frei. Und eben, ja, wie man in Königreichen miteinander gesprochen hat. Ursprünglich kommen die Palantir aus den Dunedain-Ländern, wo ja unter anderem eben auch Aragorn herkommt. Und das ist eben eine ganz besondere Art des Zaubers, des magischen Gegenstandes, wie die eben funktionieren. Und dass man eben nur einen Teil davon finden konnte, beziehungsweise mancher eben auch verschollen war. Und ja, man so im Grunde wie ein Telefon hatte mit Bild, dass man sich unterhalten kann. Sehr geil, spielt auch im Herrn der Ringe eine große, große Rolle, gerade gegen Ende. Und ja, das soll es aber aus dem Herrn-der-Ringe-Universum gewesen sein. Ich glaube, ich könnte da Stunden darüber sprechen und irgendwas erzählen, aber ich denke, das sind genügend magische Gegenstände. Es gibt noch so einige andere. Wenn wir an die Ringe allein denken, die erstellt wurden, die bei den Elben sind und bei den Zwergen und ja. Siebte Frage. Der Talisman. In welchen deiner Bücher geht es um Glück? Und ja, Glück ist immer so ein Ding, wo ich denke, ach ja, was macht jeden glücklich? Was ist wirklich Glück? Da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Ich glaube aber, um Glück geht es für mich in Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert. Diese Geschichte wurde ja auch schon relativ gut mit Julia Roberts ja im Grunde verfilmt. Ein Buch, das ich auch schon 3-4 Mal gelesen habe, was ich mir für 2019, ich glaube dann zum 4. Mal, ich glaube, ich habe es hier nicht reingeschrieben, nein, nochmal lesen möchte, steht auf meiner Reread-Liste fürs neue Jahr. Ja, hier geht es um eine junge Frau, die verheiratet ist, erfolgreich ist, auch im Job erfolgreich ist und sie merkt, irgendwie, das ist doch nicht alles im Leben. Das Gefühl kennt wohl gefühlt jeder mal. Und das geht bei ihr einen sehr langen Zeitraum so. Und sie macht sich damit auch so ein bisschen kaputt. Und sie macht auch ihre Ehe damit kaputt, weil ihr eben nichts genug ist. Und sie einfach innerlich merkt, ich bin so ausgebrannt, so leer. Und das kann es doch nicht gewesen sein. Und sie hat recht, das ist es natürlich nicht. Und so entschließt sie sich zu einer langen Reise. Sie verkauft ihr Hab und Gut und stellt manche Dinge irgendwo unter in eine kleine Garage. Ist darüber verwundert, dass alles in diese Box passt. Und macht sich auf die Reise in 3 Länder. Sie fährt zum Essen nach Italien. Sie fliegt nach Indien, um zu beten in einem Ashram. Und ja, die Liebe sucht sie dann eben auf Bali. Und das ist eine unglaublich tolle Reise. Also es ist auch ein echtes Buch, ein echter Reisebericht, ein echter Lebensbericht. Also Elizabeth Gilbert ist das in etwa tatsächlich so passiert. Sie hat dieses Buch aufgrund ihrer Erfahrungen geschrieben. Also diese Frau gibt es im Grunde echt. Ja, es gibt jeden Autoren echt, aber die Frau da drin im Buch ist auch die Frau, die draußen steht. Und das ist eine Geschichte, die ich unglaublich toll fand und die zeigt, wie viel Glück ein Mensch im Leben haben kann, wenn er sich einfach dazu entschließt, den Weg zu gehen, den er innerlich eben auch einfach spürt. Und das klang gerade unglaublich esoterisch, das sollte es gar nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und mir gibt diese Geschichte immer unglaublich viel Motivation, so einen Antrieb, wie man in sein Leben guckt, wie man sein Leben antreibt, dass man manchmal eben auch einfach mal eine Zeit lang stehen bleibt, um das Leben so zu leben und zu genießen, wie es gerade ist, um dann eben eventuell einfach wieder weiter woanders hinzuziehen. Und das finde ich hier einfach toll, auch auf was hier Wert gelegt wurde. Also allein, wenn man daran denkt, wie viel Kilo sie, glaube ich, in Italien zunimmt. Eine großartige Geschichte, die zeigt, wie Glück eben im Leben auch funktionieren kann. Mal abgesehen davon, dass man eben einen Lottogewinn hätte. Was ja für viele auch einfach Glück wäre. Und 8. Frage. Der dunkle Turm. Welches Buch fängt von der Stimmung unten an, um sich zum Ende hin richtig zu steigern? Ja, das wird ja der Dunklen Turmreihe immer nachgesagt. Hier habe ich ja leider erst Schwarz gelesen, was ja der erste Teil der Reihe ist und das, ich glaube, viel weiter unten kann ein Buch überhaupt nicht anfangen. Ich habe ja Teil 2, 3 und 4 tatsächlich auch schon hier. Überlege aber, ob ich es nicht tatsächlich vielleicht als Hörbuch irgendwie höre, weil die liebe Chrissy immer so davon schwärmt. Aber ja.
ein Buch, was dieses Jahr für mich tatsächlich ein bisschen schwach begonnen hat. Ich zwischendrin dachte, oh mein Gott, wo geht das hin? Und dann aber wirklich sehr gut und spannend und abwechslungsreich wurde, waren die Königschroniken, ein Reif von Eisen von Stefan M. Rother. Das habe ich im April gehört, glaube ich, als Hörbuch, wenn ich mich nicht täusche. Und das war eine Geschichte, ich weiß nicht, ob es am High Fantasy in Hörbuchform lag, wo ich anfangs dachte, ich bin ein bisschen verwirrt, ich wurde so reingeschmissen, mir ist nicht so richtig klar, wo bin ich, wer bin ich und warum und wie viele, würde jetzt Precht auch noch sagen. Und dann hat es aber wirklich so, ich glaube umgerechnet, wenn ich das von den Seiten so rechne, glaube ich, waren es wirklich knapp so 100 Seiten, 80, 100 Seiten, wo ich wirklich dachte, ist das was? Und dann hat sich irgendwann dieser Knoten, ist dann geplatzt, hat sich gelöst und das war eine unglaublich spannende, tolle High-Fantasy-Geschichte. Der Auftakt war wirklich grandios und ich merke gerade, ich muss da auch unbedingt mal weiterlesen oder hören. Mir hat diese Reihe sehr, sehr gut gefallen, denn wir haben so eine große High-Fantasy-Welt und wir haben hier so einen Helden, der durch diese Welt geht, weil er eigentlich muss und ganz, ganz großartig erzählt. Es war spannend, es war eine Spur kriegerisch, was man in High Fantasy ja einfach sehr oft hat. Und wir haben eben dieses wunderbare, etwas mittelalterliche Setting, was mir wirklich super gut gefallen hat und was mich wirklich sehr, sehr überrascht hat, dass es mir gefallen kann. Wenn man High Fantasy mag, sollte man das aber vielleicht tatsächlich einfach mal als echtes Buch, also zum Lesen, probieren. Ich glaube, dann wäre mir die Welt leichter gefallen. Das wäre so mein Fazit. Ich weiß nicht, ob High Fantasy zum Hören funktioniert. Bei Jugendbuch vielleicht noch eher, aber die Königschroniken sind ja doch eher wirkliches High Fantasy für Erwachsene, insofern man das trennen möchte. Aber ja, das hat mir dann wirklich, umso weiter die Geschichte fortgeschritten ist, umso besser war es. Ich glaube, sonst hätte ich auch tatsächlich das Hörbuch abgebrochen. Also manchmal hat man ja so Bücher, wo man denkt, eigentlich will man, dass es einem gefällt. Und dann, wenn der Knoten platzt, dann weiß man, warum man das gemacht hat. Die neunte Frage, Duddits, ein Buch mit einem unvergesslichen Protagonisten. Und ich habe mich wieder für eine Protagonistin entschieden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Absicht ist, ob das da Protagonist ist oder ob das Männlein, Weiblein sein musste. Ja, bei mir ist das aber ein junges Mädchen. Und ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel sagen. Die mich, vor 2 Jahren kam dieses Buch raus und ich habe so viel Bock drauf, das eigentlich mal zu rereaden, beziehungsweise hätte ich Lust drauf, das zu hören. Aber ich glaube, die gibt es immer nur in gekürzter Fassung. Und ich rede gar nicht um den heißen Brei. Muss ich noch mehr sagen? Nein. Es ist Amy aus der Passage-Trilogie von Justin Cronin. Und nach wie vor habe ich Szenen dieser Buchreihe, viele Szenen, vor Augen, in meinen Träumen. Und von dieser Zeit, von diesem geilen Schreibstil, dieser postapokalyptischen Geschichte, wo im Grunde vampirartige Wesen auf der Erde umherlaufen und wir eben auch Überlebende verfolgen und eben unter anderem Amy, die wir auf dem ersten und zweiten Teil sozusagen auch sehen können. Und ich liebe diese Reihe. Also nach wie vor gibt es auch so Tage, da setze ich mich hin, blättere mal rein, lese so ein Kapitel an und dann denke ich, ach ja. Und dann denke ich mir, ach ja, The Walking Dead, was ist The Walking Dead? Nein, das wäre sehr böse. Ja, die Passage-Trilogie. Ich muss auch zu Amy, glaube ich, gar nicht, ja, kann man auch gefühlt gar nicht so viel sagen und möchte ich auch gar nicht, weil der Charakter ist einfach so speziell, so unvergesslich, so einzigartig in seiner geschaffenen Welt und Justin Cronin hat hier was Großes geschrieben und ich hoffe, es gibt, glaube ich, noch 1-2 Bücher von Justin Cronin im englischen Original, dass die irgendwann mal übersetzt werden, weil ich traue mich bei Cronin tatsächlich nicht so ans Englische heran, das muss ich ganz klar sagen. Das ist so ein bisschen wie bei King, wo ich auch denke, ob ich da mit dem Englisch zurechtkomme. Für mich mit die Buchreihe des Lebens, die mich wirklich, und sie muss einfach nochmal gereadet werden, mindestens noch einmal, wenn nicht gar 2, 3, 4, 5 Mal im Leben. Bin ja noch jung, ich habe ja Zeit. Und Zeit, also ich hoffe. Ne? Also noch mindestens, ne? Wenn nicht noch mehr. Und einfach grandios. Und ich werde auch nie die gemeinsame Lesezeit vergessen. Wir haben das ja auch in so einer Lesegruppe gelesen. Ich glaube, am Ende, im dritten Teil, waren wir noch zu 4. oder 5. Wie intensiv das war, wie toll dieser Austausch war und ja, das ist, glaube ich, so ein Stück, was man einfach mitnimmt. Und ich höre schon auf zu schwärmen. Ja,
zehnte Frage. Joyland, ein Buch, das du liebst, viele aber total blöd finden. Ja, und auch da gäbe es so manches Buch. Young Elites hätte zum Beispiel ganz gut gepasst. Es gibt auch Leute, die mögen tatsächlich den Herrn der Ringe nicht. Also das sind dann noch Leute, wo ich denke, was ist in deiner Kindheit schiefgelaufen? Nein, in diesem Fall nehme ich ein Buch, das ich, glaube ich, im letzten Jahr gelesen habe, als es auch verfilmt wurde. Und zwar ist es The Circle von Dave Eggers. Ein Buch, das ich eigentlich hier habe, aber gerade ausgeliehen ist an eine liebe Kollegin. Und ich jetzt gerade dachte, Mensch, ist das blöd, dass sie das immer noch hat. Aber ich kann es euch ja einblenden, das ist ja gar kein Thema. Ja, The Circle ist ja eine dystopische Science-Fiction-Geschichte. So richtig dystopisch ist eigentlich anders, denn hier hat sich nicht eigentlich die Welt verändert, sondern die Firma, in der wir unsere Protagonistin begleiten, die im Film ja gespielt wird von Emma Watson. Und in dieser Firma ist alles so gefühlt ein bisschen alles anders. Alles ist gläsern, alles ist durchsichtig, alles ist transparent. Alle irgendwie haben nicht nur ihr Arbeitsleben miteinander, sondern teilen auch sehr oft ihr Privatleben. Das erinnert so ein bisschen an Google und an Facebook und an amerikanische Firmen, würde ich ja tatsächlich eher sagen. Und ja, wir begleiten unsere Protagonistin hier so in diesem Büroalltag, lernen so ein bisschen die Hierarchien kennen, die Ideen, die es gibt. Also es soll kleine Kameras geben, die wirklich jeden Ort dieser Welt beleuchten, durchschauen. Man kann jede Kamera auf der Welt anklicken, kann sich den Strand angucken, die Innenstadt angucken, man kann auf den Eiffelturm blicken und Ähnlichem. Und diese großen Visionen und die Vision dieser drei Gründer ist eben auch eine total transparente Welt zu schaffen. Und das klingt erstmal super spannend und interessant, aber es entwickelt sich eben sehr schnell in eine Dystopie, denn das hat natürlich auch unglaubliche Schattenseiten. Also vom Privatleben unserer Protagonistin mal abgesehen, auch wirklich so dieser Gruppenzwang, diese Gruppendynamik, die entsteht, dass man seine ganze Zeit eigentlich auf diesem Firmengrundstück lässt, weil hier ist ein Konzert, da gibt es ein Kino, da ist Theater, da geht man essen, da geht man zum Sport und dann vermischt sich eigentlich das Arbeitsleben mit dem Privatleben, sodass man eigentlich 24 Stunden immer irgendwie mit allem gleichzeitig beschäftigt ist. Und was das für ein Druck sein kann, für eine Arbeit sein kann und was dieses Buch, glaube ich, so kritisch bei vielen gemacht hat, ist, dass unsere Protagonistin einfach mal anders ist, als wir es aus Dystopien kennen. Normal kennen wir ja unsere Heldinnen oder unsere Helden, die eben gegen dieses Regime arbeiten, dagegen sind, eine Rebellion anfangen, um eben diese Welt wieder irgendwie besser zu machen, anders zu machen, zu verändern. Und unsere Protagonistin hat aber so ein bisschen Spaß an diesem Leben. Und ich glaube, das ist so der Kritikpunkt, den viele nicht nachvollziehen konnten und was ihnen dann auch nicht so gut gefallen hat. Und wahrscheinlich auch so, dass sich das so begrenzt hat auf eine Firma. Was ich aber gerade großartig fand. Denn ich glaube, ein Großteil der Menschheit würde eben einfach folgen, würde einfach mitmachen. Und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen. Ich glaube nicht, dass ich mich zu einer Katniss Everdeen eignen würde, die da eine Rebellion anzettelt. Möchte ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, einfach mal diesen anderen Blick auf die Sache zu sehen, hat dieses Buch so besonders gemacht. Und deswegen habe ich es gefeiert. Die Verfilmung war so, naja, okay, sie war gut. Man konnte sie sich angucken. Ich glaube, sie hat auch ohne Buch gut funktioniert. Meint so ganz war sie nicht, weil viele Dinge auch einfach anders gezeigt wurden oder Auflösungen viel zu früh kamen, sodass dann eigentlich viele Dinge gar keinen Sinn mehr machten, sie dann noch geheimnisvoll zu halten, weil eigentlich wusste man dann schon, aber ja, man kann sie sich angucken. Ich meine, spielt Emma Watson mit, spielt Tom Hanks mit und noch irgendwie, den wir kannten, habe ich schon wieder vergessen. So ist es. Name nass sind Schall und Rauch. Dass ich wirklich absolut gefeiert habe, wirklich ein Highlight war im letzten Jahr und allen anderen gefühlt es irgendwie nicht so gefallen hat. Kann passieren. Und die letzte und elfte Frage ist dann Mr. Mercedes, ein Buch eines Autors, der sich an ein für ihn unbekannteres Genre wagte. Ja, es gab tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren einige Autorinnen gerade, fand ich, die mal etwas anderes taten. Wir hatten Cecilia Ahern, die eine Jugendbuchdystopie geschrieben hat mit Perfect und Flawed. Wirklich großartig. Wir hatten Paige Thune, die auch aus dieser Liebesroman-Ecke kam und auch auf einmal eine Jugendbuchreihe geschrieben hat, die ich auch sehr, sehr gut fand. Und wir hatten Amy Harmon und diese beiden Bücher möchte ich jetzt sozusagen zeigen. Und zwar ist Amy Harmon eigentlich auch eine Autorin, die Lebensgeschichten geschrieben hat. Meistens sehr tragische, wo was in der Vergangenheit passierte und unsere Protagonisten irgendwie einen Weg daraus erfinden wollten. Und mir hat
das eine oder andere Buch von ihr ganz gut gefallen, aber so richtig der Hammer waren sie nicht. Weswegen ich, glaube ich, auch noch 2, 3 versuchen. Das erste Buch war, glaube ich, gut, das zweite hat mir nicht gefallen, das dritte war wieder ganz okay. Und dann dachte ich, jetzt ist es vorbei. Doch dann auf einmal kam Amy Harmon mit einer Jugendbuch-High-Fantasy-Reihe. Und zwar Bird and Sword und Green and Blood. Und ich hätte im letzten Jahr nie gedacht, dass ich mal wieder so geile High-Fantasy im Jugendbuchbereich lese. Denn in dieser Welt, die ist einfach Hammer. Also ich fand die grandios beschrieben. Es war eine Idee, die einfach großartig war, die wirklich gepackt hat, spannend erzählt wurde, die natürlich so im Jugendstil auch ein bisschen ja eine Liebesgeschichte hatte. Natürlich muss sich unsere Protagonistin so ein bisschen vergucken. Es muss auch irgendwie einen Konflikt geben. Aber alles in allem ist die Idee großartig, dass wir eben einfach sagen, wir haben hier eben ja ein Königreich, das geführt wird, und wir haben hier auch wieder Begabte, die zum Beispiel was mit ihrer Stimme machen können, die einem Gedanken einpflanzen, ändern können, natürlich noch die Zukunft voraussehen können, die auch die Erde so ein bisschen im Griff haben. Und wir haben hier eben im ersten Teil Bird, wenn man so möchte, die natürlich anders hieß, die hieß nämlich Lark, wie ein Vogel. Und die trifft auf den Kronprinzen, wenn ich mich jetzt aus dem ersten Teil nicht mit dem zweiten Teil irgendwas durcheinander bringe. Und ja, eigentlich ist er auf der Suche nach allen, die eine Begabung haben. Er hat aber selbst eine und eigentlich muss er gegen diese Menschen sein. Und das fällt ihm natürlich so ein bisschen schwer. Und als er Lark trifft, ist es natürlich so ein bisschen um ihn geschehen. Und dann beginnt eben eine Geschichte, die wunderbar einfach in High Fantasy eingewoben ist, die wirklich großartig geworden ist, die mir unglaublich gut gefallen hat. Selbst ich, der schon sehr, sehr viel High Fantasy auch einfach im erwachseneren Stil gelesen hat, war von dieser Jugendbuchreihe absolut begeistert. Sie war wirklich auch schnell erzählt, sie war großartig in ihren Bildern, sie war sehr episch angelegt. Und der zweite Teil zeigt uns dann eigentlich 2 Nebencharaktere aus dem ersten Teil und erzählt uns diese Geschichte weiter. Wir bleiben also in der Welt. Der Schwerpunkt legt sich woanders hin und der zweite Teil war ein bisschen ruhiger, ein bisschen emotionaler und ein bisschen feiner, würde ich fast sagen. Und das hat einfach beide Bände großartig gemacht. Und ich bin absolut happy, diese beiden gelesen zu haben. Und mir hat es wirklich großen Spaß gebracht. Und wenn man bedenkt, wo Amy Harmon herkommt und dass sie dann wirklich so geile Jugend-High-Fantasy schreibt, wer hätte das gedacht? Ja, und das waren sie nun, meine 11 Bücher zu Buchtiteln von Stephen King. Ich hoffe, ihr hattet mit dem Video ein bisschen Spaß und die Fragen findet ihr unten in der Infobox. Vielleicht habt ihr ja auch einfach Lust, die ein oder andere Frage unten in den Kommentaren zu beantworten. Und dann alle Stephen King-Fans oder auch nicht Stephen King-Fans, die dürfen sich natürlich alle gerne getaggt fühlen. Wer Lust hat, da mitzumachen, fühlt euch ja eingeladen, die Tag-Fragen zu beantworten, mitzumachen, und ich freue mich da auf ein paar Videos von ganz, ganz vielen sozusagen und ja, würde mich da wirklich freuen. Und ihr findet natürlich in der Infobox auch alle anderen 3 Kingsianer, guckt da einfach bei den Videos vorbei und habt da Spaß mit der Beantwortung, auf die ich auch schon sehr, sehr gespannt bin, denn wir sind gar nicht groß abgesprochen. Das Einzige, was man jetzt wahrscheinlich weiß, sind natürlich die, die wir im Hangout auch vorgestellt haben. Wobei ich gar nicht weiß, ob die anderen das genauso machen, die Bücher dann auch einfach hier nochmal verwenden. Aber ja, guckt einfach vorbei und ich hoffe, ihr hattet Spaß dann auch mit unserer Kingsiana-Woche. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.